Tag Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir aber ausnahmsweise mal kein Game, sondern ich möchte mal was anderes machen. Und zwar fertigen wir heute eine Tierlist an. Die Frage ist nur, was für eine Tierlist? Nun, eine Sonic-Tierliste. Was denn auch sonst? Und so habe ich jetzt einfach mal selbst eine erstellt, wo es darum geht, die ganzen Antagonisten im Sonic-Universum zu ranken. Ich habe die Liste aber selbst erstellt, weil ich nichts dazu gefunden habe und ja, so kann man es auch machen. Ne? Gut, dann würde ich aber sagen, legen wir sofort los. Oh, da haben wir sie. Alle Hauptantagonisten, die es jemals in einem Sonic-Spiel gibt, abgesehen von den Spin-Off-Teilen, weil da kann ich mich erst an keinen einzigen Antagonisten überhaupt erinnern. Falls ihr aber nicht wisst, wie eine Tierlist funktioniert, ganz simpel, man pickt sich jetzt hier einen raus und tut ihn hier rein und das sagt dann die Meinung über den. Simpel genug? Hoffe ich doch. Als erstes fangen wir an mit Lyric aus Sonic Boom. Na super. Die Spiele von Sonic Boom sind nicht unbedingt die besten und naja, um ehrlich zu sein, ist das Lyric auch nicht wirklich. Ich meine, er hat ein ganz interessantes Ziel, einfach nur alles in Maschinen zu verwandeln. Kommt mir ja überhaupt nicht bekannt vor. Und nicht einmal hatte ich das Gefühl, dass der Typ wirklich bedrohlich oder so ist. Deswegen, ja, mache ich genau das, was ich mit solchen Antagonisten mache. Den steht hier packen. Als nächstes haben wir Eggman Neger. Ich habe ihn halt reingenommen, weil er halt neben dem normalen Eggman der Hauptantagonist des Sonic Rush Spielen ist. Und ja, wie soll ich sagen? Eggman Neger ist für mich einfach nur ein schlechter Eggman Ray Color. Er hat keine wirklich andere Persönlichkeit als er. Er ist halt einfach nochmal dasselbe, nur sieht er ein bisschen anders aus. Deswegen die Dark Gaia. Kontroverse Meinung vielleicht. Aber ich finde Dark Gaia gar nicht mal so hervorragend. Ich habe auch erstmal gestruggelt, ob ich ihn überhaupt reinnehmen soll, weil im Endeffekt ist halt Eggman an allem schuld. Aber ja, dann habe ich mir gedacht, ja, man kämpft ja Dark Gaia am Ende. Der ist im Prinzip für die Backstory von Chip verantwortlich. Aber als Antagonisten, er ist halt im Endeffekt einfach nur ein Monster. Er hat keine wirkliche Persönlichkeit oder eine krasse Backstory oder so. Ja, wobei Backstory hat er so gesehen schon mit Chip. Ach komm, tun wir ihn auf B. Dr. Eggman. Ja, der Hauptantagonist ist so gut wie jedem Sonic-Spiel. Ich sag's einfach von vornherein. Ich bin großer Eggman-Fan. Ich mache sogar TikToks über ihn. Ja, ich liebe Eggman. Ich mag seine etwas bedrohlichere Seite, aber auch seine Comedy-Momente sehr. Ich mag es zwar nicht, wie er heutzutage nur noch als Comedy-Schurke benutzt wird, aber ich würde sagen, A-Rang verdient er auf jeden Fall. Man sieht nicht mal sein Gesicht. Lol. Gerald Robotnik. Ja, da könnte man sich jetzt streiten, ob der überhaupt dahin gehört, aber ich würde schon sagen, er war ja so gesehen der Hauptantagonist von Sonic Adventure 2, weil er im Prinzip für Shadow, für die Space Colony Arc und für alles andere verantwortlich ist, was passiert ist. Und Gerald Robotnik würde ich gar nicht mal als Villain bezeichnen, sondern eigentlich eher als ein Antagonist. Weil er ist an sich nicht böse. Er ist einfach ein Antagonist, der einfach alles verloren hat, was ihm irgendwie wichtig war und dann einfach laut eigener Aussage durchgedreht ist. Was macht man, wenn man einen Hass auf die ganze Menschheit hat? Ja, die Zerstörung klingt, glaube ich, nach einem guten Plan. Und weil er halt eine wirkliche Gefahr für die Menschheit darstellt, die sogar so groß ist, dass sich sowohl die Helden als auch die Schurken vereinen müssen, und man ihn sogar irgendwo nachvollziehen kann, hat er auf jeden Fall ein S verdient. So, als nächstes haben wir Heavy King aus Sonic Mania. Ich muss persönlich sagen, dass ich öfters mal vergesse, dass der überhaupt existiert. Ja, komm, tu ihn in D und lass gut sein. Infinite. Naja, was soll ich sagen? Ich habe ein ganzes Video über Infinite gemacht, wo ich erkläre, warum ich ihn nicht mag. Deswegen fasse ich mich kurz. Er hat kaum Einfluss auf die Story bis auf den Anfang. Er hat eine dämliche Motivation. Ich bin nicht. Ja, ihr wisst schon. Er wird als übermächtig dargestellt, obwohl Sonic und der Rekrut ihn dreimal besiegen. Das einzige Coole an ihm ist sein Design, aber das war es halt auch schon. Mecha Sonic. Okay, da werdet ihr mich wahrscheinlich erstmal fragen, warum ich ihn überhaupt reingepackt habe. Eigentlich nur deswegen, weil er so gesehen der Hauptantagonist des Knuckles Playthroughs aus Sonic 3 und Knuckles ist. Aber ja, er hat halt keine wirkliche Persönlichkeit oder so. Ich mag aber seinen Bosskampf und sein Design sehr. Deswegen C, würde ich sagen. Mephiles the Dark. Ist vielleicht eine kontroverse Meinung. Aber ich finde Mephiles nicht einen der besten Sonic-Antagonisten. Ich habe tatsächlich einiges an ihm auszusetzen. Sein Design ist garbage, zumindest sein Grunddesign. Das haben die Entwickler, glaube ich, gemerkt, deswegen haben sie ihm später noch ein Redesign gegeben. Seine Persönlichkeit ist halt generisch böse. Aber was ich cool finde, ist, dass er eine interessante Vergangenheit hat, dass er die eine Hälfte von Solaris war. Und dadurch, dass er sich am Ende wieder mit Solaris vereint, gibt er den Helden wieder eine Gefahr, wo sie alle zusammenarbeiten müssen. Aber ich weiß nicht, als einen der besten Sonic-Antagonisten würde ich ihn trotzdem nicht sehen, auch wenn sein Plan für mich überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich meine, du kannst durch die Zeit reisen. Reist doch ein bisschen in die Zukunft und kill Sonic dann, wenn das sowieso dein geistes Ziel war. Deswegen ja, hier ist, glaube ich, noch am besten. Metal Sonic. Metal Sonic war ja Hauptantagonist in Sonic Heroes und ja, da fand ich ihn halt schon ziemlich gut, muss ich halt echt sagen. Er hat auch hier wieder eine große Gefahr dargestellt. Sein Design war ganz cool, zumindest das von Neo Metal Sonic. Metal Madness und Overlord waren jetzt so nur, naja.
Ich würde sagen, A geht auf jeden Fall klar. Black Doom. Das ist halt für mich eine einfache Sache. Black Doom ist für mich quasi die Definition von Standard. Er führt seine Rolle als Antagonist okay aus. Und es ist ein bisschen befriedigend, ihn letztendlich zu besiegen. Weil sein Charakter ist halt ansonsten nicht ausgereift, um irgendwie höher zu kommen. Ich vergesse sogar öfters mal, dass er überhaupt existiert. Deswegen ja, B. Chaos. Chaos ist für mich der Moment, wo die Sonic-Antagonisten wirklich aufgeblüht haben. Chaos würde ich genauso wie Jerry Robotnik nicht als Villain bezeichnen, sondern eher als Antagonist. Denn durch seine Vergangenheit erfährt man, dass sein Ziel eigentlich nur war, die Chaos vor allem Bösen zu beschützen. Und dieser Hass und die Wut, die er gegen den Echidna-Clan gehegt hat, die ganz verschwinden konnte. Und auch er stellt wieder eine große Gefahr dar, denn wenn er alle 7 Chaos Emeralds bekommt, was er auch geschafft hat, kann er einfach eine ganze Stadt zerstören. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall ein S. Als nächstes haben wir die Negamutter Wisp. Die Negamother Wisp war der Secret Final Boss in Sonic Colors DS. Und ja, ich finde ihren Bosskampf nicht wirklich gut. Die stellt zumindest eine einigermaßen große Gefahr dar, weil man sie als Super Sonic bekämpfen muss. Aber ja, ich würde sagen, C. Savok, oh Junge. Savok ist einer der lamesten Sonic-Antagonisten, die es jemals gab. Er ist im Grunde einfach von Bowser auf Wish bestellt. Sein Plan ist einfach nur das, was Eggman in Sonic Lost World sowieso vorhatte. Und die Sache ist, ja, er verrät Eggman am Ende, aber es ändert sich halt überhaupt nichts. Man kämpft immer noch gegen die gleichen Roboter. Und Eggman ist trotzdem noch der Final Boss. Ja, sein Bosskampf ist halt auch einfach nur Bowser. Eigentlich würde ich Cyborg auf D packen, aber ich würde ihn halt nicht mit jedem von diesen anderen Antagonisten gleichstellen wollen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir machen noch ein extra Tier, nennen es Cyborg und schmeißen ihn da rein. Ist doch ein guter Vorschlag, oder? Captain Whiskers. Erinnert sich an den überhaupt irgendjemand? Captain Whiskers war lange Zeit der Hauptantagonist in Sonic Rush Adventure, als die beiden Eggmans da waren. Ich würde sagen, wir haben noch einen weiteren Kandidat für das Savok-Tier. Und da gehörst du hin. Als nächstes haben wir Merlina. Merlina ist für mich auf jeden Fall einer der besten Sonic-Antagonisten. Sie war der Hauptantagonistin Sonic und der Schwarze Ritter, hat erstmal als Protagonistin angefangen und wurde dann am Ende zur Hauptantagonistin, was sich herausgestellt hat, dass sie im Grunde hinter allem gesteckt hat. Und ihre Motivation ist sogar irgendwo nachvollziehbar, dass sie ein Königreich erschaffen will, was ewig währt, nach der schlimmen Geschichte von König Arthur. Und ja, wie gesagt, sie ist einer der besten Antagonisten meiner Meinung nach. Deswegen ist hier. Und zu guter Letzt haben wir Eraser Chin aus Sonic und die geheimen Ringe. Eraser Chin, ja, er ist irgendwo interessant. Er war erstmal ein normaler Genie, hat es aber dann satt, in seiner Lampe zu sitzen. Hat erstmal für Unruhen gesorgt, wurde dafür bestraft und er will jetzt seine eigene Geschichte schreiben. Weißt du was, schmeiß ihn auf B und gut ist. Und das ist mein offizielles Ranking von allen Sonic-Antagonisten. Ich hoffe, ich habe jetzt da niemanden vergessen oder so. Wenn ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber ich denke, das waren alle. Und ja, ich denke, mit meiner Meinung kann man auch ganz gut leben, würde ich sagen. Und wenn nicht, nicht so, als könntet ihr irgendwas dagegen machen oder so. Ja, das war's auch mal wieder mit dem Video. Wenn ihr das heute Lust habt, schaut auf Twitter und Instagram vorbei. Folgt mir auf Twitch, da streame ich regelmäßig, denke ich zumindest. Und schaut gerne mal auf meinem anderen Kanal vorbei, da habe ich vor kurzem meine Charakteranalyse zu Krankfried gemacht. Ist ein ganz gutes Video geworden, denke ich. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen, außer habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.